Guten Morgen. Heute haben wir Donnerstag. Ich habe das falsche T-Shirt an, wurde mir gesagt. Das ist mein Birki-T-Shirt. Ist nicht schlimm. So, heute mal ein bisschen was Komplexes. Ausfallschritte und, ich sag mal, Liegestütz, ein bisschen Koordination, also sagen wir, leichte Schultergürtelbelastung. Läuft nach dem Schema 5 bis 15 Runden, je nachdem wie fit ihr seid, mit jeweils, ich sag mal, 10 bis 20 Wiederholungen. Die sollten eigentlich für jeden drin sein. Das heißt, ihr macht 10 bis 20 Mal Ausfallschritte. Wenn ihr es in der Wohnung macht, nutzt einfach, dass ihr nach hinten gleitet. Ja, das geht meistens recht gut auf Laminat und Co. Und immer im Wechsel. Ja, ihr beginnt halt mit links und dann rechts, wie auch immer. Und dann insgesamt die 10 Mal. Sind dann pro Bein 5, beziehungsweise wenn ihr 20 Stück macht, sind es pro Bein 10. Wenn ihr super fit seid, könnt ihr auch 30, 40, 50 machen. Die zieht er durch, dann geht er direkt runter, ohne Pause, weil ihr könnt jetzt quasi die Beine hier ausruhen und tippt mir im Grunde um den Schultergürtel an. Versucht hier relativ stabil zu halten, aber wenn es sich ein bisschen bewegt, ist auch nicht schlimm. Ja, dann so 20 Mal versuchen hier anzutippen, dann wieder hoch. Jetzt könnt ihr kurz durchatmen, wenn ihr müsst, 30 bis 60 Sekunden und dann geht es wieder von vorne los. Wenn ihr draußen seid, was ich euch immer empfehle, holt euch so viel wie möglich Licht. Es muss nicht nur die pralle Sonne sein, wir brauchen auch ein Winterlicht. Dann macht die Ausfallschritte vorwärts. Indem er vorgeht, guckt drauf, dass er vorsichtig mit dem Knie antippt, ja, und zieht die quasi in einer geraden Linie durch. Und dann könnt ihr das Schulter antippen und auch machen. Also guckt 5 bis 15 Durchlinie, 10 bis 20 Wiederholungen pro Satz. Feuer frei, bis gleich.